Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht und ihr Lust habt auf ein paar Flops. Ich habe meine Produkte aussortiert, die mir nicht gefallen, die ich nicht weiter aufbrauchen kann und die bei mir nicht funktionieren und so weiter. Und es ist eine Tasche und eine Kiste voll geworden. Ich habe richtig viele Sachen aussortiert. Es sind halt auch Sachen, zu denen ich jetzt vielleicht nicht so greife, die ich jetzt endlich mal weghaben wollte, die mich schon länger gestört haben in meiner Sammlung und so weiter. Also ich erzähle euch ein bisschen was über die Produkte und falls ihr Lust habt, bleibt sehr gerne dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Bevor ich jetzt starte, wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Das hier wird ein eher negatives Video, also die Produkte, die ich hier jetzt aussortiere, gefallen mir entweder nicht, funktionieren bei mir nicht, benutze ich viel zu selten und so weiter, ne? Also ich sage euch immer ein bisschen was dazu. Die Produkte wandern zum Teil weiter und zum Teil fliegen sie in den Müll, weil sie einfach aus hygienischen Gründen nicht weitergebbar sind, genau. Also falls ich hier irgendwelche Produkte zeige, die vielleicht euch sehr gut gefallen, ist immer eine persönliche Meinung, also die funktionieren vielleicht bei mir persönlich nicht, kann sein, euch gefallen die gut. Ja, aber die Videos sind immer sehr hilfreich für euch, ihr mögt die und deshalb habe ich jetzt ein Flop-Aussortier-Video. Kommt jetzt demnächst auch noch ein riesengroßes Lippenstift-Aussortier-Video. Es wird wirklich groß. Also ich werde mich mit euch hinsetzen und werde alle meine Lippenstifte durchgucken und alle aussortieren, die nichts mehr sind. Und das wird richtig viel und ich habe richtig Angst vor diesem Video, weil ich wirklich sehr viel aussortieren muss. Es wird bestimmt eine Menge. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen auf einen riesen Lippenstift-Deklatter. Und jetzt würde ich sagen, starten wir auch direkt. Das erste, was ich aussortiere, ist einmal von Respire das After Sun Gel. Das war viel zu lange offen gewesen und ehrlich gesagt, ich habe es so selten benutzt. Ich habe andere Produkte genutzt, zum Beispiel Aloe Vera Gel und sowas. Und ja, deshalb von Respire, das wird mich verlassen, einfach aus dem Grund, dass ich es halt nie benutzt habe und es jetzt gekippt ist. Es stand viel zu lange im Bad rum und deshalb kommt das jetzt raus. Dann habe ich hier einmal von Pixi, oh mein Gott, das ist die In-Shower Steam Face Seal, die habe ich mir gekauft gehabt, ich weiß nicht, irgendwo hatte ich mir die mal bestellt. Das ist so eine Kollagenmaske, die sich selbst erwärmt für in die Dusche, also man trägt sich die auf, die erwärmt sich dann selbst und dann wischt man die wieder ab. Oh Leute, ich weiß nicht, also irgendwie macht die gar nichts gefühlt und die geht so schwer raus. Ihr seht schon, wie ich hier die Tube quetschen muss, es kommt so schwer hier raus, es ist so ein... So eine Paste irgendwie, so, ich mag die Maske leider nicht. Pixi mag ich an sich sehr gerne und ich mochte die Maske am Anfang auch, da ging sie auch noch einfacher raus. Und jetzt irgendwie, also ich kann euch nicht sagen, das ist irgendwie nicht meins. Ich weiß nicht warum, weil halt, also ich merke halt auch nichts, dass irgendwas passiert und deshalb, was soll die als immer in der Dusche rumstehen, wenn da nichts passiert. Dann habe ich eine Lidschattenpalette aussortiert, die Mimosa von BH Cosmetics. Ja, die ist sehr rosafarben. Die ist eigentlich schön. Die hat auch eine super Qualität, muss ich ehrlich sagen. Hier sind so zwei, drei Töne drin. Hier unten dieser Bubbly-Ton und der Champagner-Ton, wo ich wirklich sehr oft nachgegriffen habe, um das einfach als Topper oder so aufzugeben. Ja, leider wird mich die Palette verlassen. Die werde ich ins Trashbander-Paket geben, weil ich greife nie danach, ne? Und ich muss einfach ein bisschen Platz machen. Ich habe viele neue Lidschattenpaletten, zu denen ich eher greife und die eher meine Favoriten sind. Deshalb geht die. Dann die Golden Lights, die hatte ich mir neu gekauft. Terra Naturi, die war für 5 Euro im Müller runtergesetzt. Und ich sage es euch ehrlich, ich habe nicht zugegriffen. Ich wollte ja meinen Look damit schminken und gucken, wie die Qualität ist. Aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, da freut sich vielleicht noch jemand drüber. Ich werde die euch mit in eine Verlosung reinpacken, ne? Bevor ich da reingehe und einen Look damit schminke und danach muss ich gucken, was ich damit mache, wird die an euch weitergehen. Also die lege ich auch direkt auf die Seite, dass ich die euch verlosen kann. Dann habe ich von Lush einmal die Barbie Jelly Mask. Oh, Leute, ich habe die wirklich versucht zu mögen, gelle. Also erstmal, der Duft gefällt mir leider nicht so gut und zweitens ist die, also ich habe das Gefühl, die macht nichts für mein Gesicht, für meine Haut tut die nichts. Das ist ja so eine, wie soll ich denn sagen, das ist eine Maske, die, so eine reinigende Maske mit beruhigendem Kalamin, Rose und tiefem reinigender Tonerde. Ich habe das Gefühl, also eher, dass meine Haut noch ausgetrocknet ist danach, so die tut halt nichts Gutes für meine Haut, deshalb tue ich die jetzt raus. Es bringt ja nichts, wenn ich die als stehen habe und dann drauf mache und obwohl ich andere Masken habe, die meiner Haut was Gutes tun. Ja, deshalb geht es. Was jetzt auch geht, was viel zu lange offen ist, ist von Clarins einmal der Gel in, also
Gel to Oil ist das, ein Lichtschutzfaktor, der ist eigentlich sehr schön, aber leider ist auch der viel zu lange offen und der muss jetzt raus. Ich habe den viel zu selten genutzt, der hat so eine geile Konsistenz und das ist halt wirklich so ein Gel, was sich in ein Öl verwandelt und das ist einfach super. Ist aber auch nur ein Lichtschutzfaktor von 30 und nicht von 50 und deshalb habe ich den nicht so oft benutzt. Ja, ist schon ein schönes Produkt, würde ich mir auch nachkaufen. Allerdings, ihr seht ja, ne, ich habe es kaum benutzt und es bringt einfach nichts, wenn das rumsteht. Und das ist jetzt viel zu lange offen, also dementsprechend halt auch schon über dem Ablaufdatum. Dann habe ich noch einen Schwamm, beziehungsweise doch einen Schwamm habe ich noch aussortiert von Real Techniques. Der ist super schnell kaputt gegangen. Also ich mag die Schwämme und die Pinsel und so von denen richtig gerne. Ich weiß nicht warum. Hier ist richtig, das ist richtig wie angefressen. Keine Ahnung, der ist komplett hinüber und den habe ich gar nicht lang gehabt. Ne? Das ärgert mich dann halt auch irgendwie. Außerdem sortiere ich den Iconic London Blush aus. Das ist ein Blush, der ist sehr, sehr schön eigentlich. Aber der ist sowas von hell, also ich finde den, dass der ein bisschen zu hell ist. Man muss so viel drauf machen, dass man überhaupt Farbe sieht. Ich mag die Farbe, aber das ist so ein rosiger Ton. Aber ich habe keine Lust, immer so viel Blush dann drauf zu machen, das so zu schichten, damit ich die Farbe erreiche. Und deshalb wird der mich verlassen. Der ist sehr schön, der kommt auch nochmal ins Fresh Wanderpaket. Vielleicht mag den jemand anders haben. Genau, dann habe ich aus dem H&M Adventskalender den Blush und den Highlighter aussortiert. Die sind schön, die sehen richtig toll aus, nur leider verschwimmen die im Gesicht so sehr. Also ich habe das Gefühl, da ist so viel Öl drin in diesen Produkten, dass, also gerade der Blush, der ist super schön. Ne? Ich habe beide Produkte auch ausprobiert, aber es hat keinen Wert. Es verschwimmt irgendwie in meinem Gesicht und ja, irgendwie ist die Formulierung hier sehr ölig, habe ich so das Gefühl, dass das für meine Haut nicht so geeignet ist. Wird aber ins Trash Wander Paket gehen, vielleicht mag das noch jemand testen, ist ja auch noch nicht alt. Außerdem habe ich die Essence Lip Care Jelly Sleeping Mask aussortiert. Ja, die habe ich ein paar Mal benutzt. Die ist auch eigentlich ganz gut, aber ich habe so viele andere Lippenmasken offen. Die werde ich meiner Mama geben. Die kann sie dann mal benutzen, weil meine Lippenmaske von Nabla mag ich sehr gerne und die von NYX mag ich sehr gerne. Und ja, keine Ahnung, also diese Lippenmaske hier, die ist zwar gut, aber ich habe halt zu viele. Geht die an meine Mama. Die stelle ich dann nämlich auch raus und dann kann sie dann mal gucken, ob sie die haben möchte. Von Ciaia habe ich, die hatte ich mir mal aus dem Trash Wander Paket rausgenommen. Das ist die Avocado Face Cream. Und die ist grundsätzlich richtig, richtig gut. 50 Milliliter hat die. Ich konnte die leider nicht so oft verwenden. Also die ist sehr reichhaltig. Für die Nacht war die richtig gut. Also das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Creme hier mit diesem Avocado. Die macht eine super weiche Haut, ist aber, also legt sich ganz schwer wie so ein Film auf die Haut. Ist sehr sticky, würde ich sagen, von der Konsistenz. Und deshalb habe ich die, wenn dann immer meine Speicherkarte voll. Auf jeden Fall werfe ich die jetzt quasi weg, weil die jetzt durch ist. Also die ist abgelaufen. Die ist am 12.22 eigentlich schon abgelaufen. Leute, ich frage mich, warum ich so ein Zeug in meinem Schrank stehen habe. Ich wollte die gerne ausprobieren. Die war auch gut gewesen. Die hat auch nichts gemacht auf meiner Haut, obwohl die ja schon abgelaufen war. Die riecht auch noch relativ gut. Ich habe aber jetzt das Gefühl, dass sie doch so ein bisschen gekippt ist. Naja, auf jeden Fall war das eine gute Creme an sich. Dann habe ich einige Mascaren aussortiert. Die habe ich einfach nur aussortiert. Da sage ich jetzt auch gar nichts weiter zu, weil da habt ihr bei mir in den Videos schon immer mal eine Review zu bekommen. Ich habe wirklich einen ganzen, also zu einer sage ich was, einen ganzen Haufen hier Mascaren und so weiter aussortiert. Ne? Die kommen alle raus, weil, also die kann man ja auch nicht so oft die kann man ja auch nicht so lange offen lassen. Das möchte ich auch ungern. Ich habe aber zwei spezielle, wo ich was zu sagen möchte, beziehungsweise drei spezielle. Und die anderen tue ich dann einfach weg. Ne? Also da wisst ihr, ich habe einiges an Mascaren wieder mal aussortiert. Drei Mascaren möchte ich was sagen. Also ich habe einmal aussortiert die Charlotte Tilbury Push-Up Lashes in Braun. Und Leute, ich habe wirklich, also ich finde diese Push-Up Lashes Mascara richtig gut. Und ich habe gedacht, in Braun, die ist mega schön. Aber guckt euch dieses Braun mal an. Das ist so rot. Es sieht so krank aus auf den Augen und ich habe die zweimal benutzt und jetzt muss ich die voll wegwerfen. Das nervt mich. Die hat 30 oder 33 Euro gekostet. Also wenn ihr eine braune Mascara wollt, ich kann euch, wenn ihr nicht gerade so ein rötlicher Typ seid, diese Mascara auf keinen Fall empfehlen. Ne? Also die passt bei mir zum Beispiel gar nicht. Das sieht furchtbar aus. Ja, das ist die Dream Pop. Leider fliegt die weg. Die ist jetzt so lange offen gewesen und ich könnte heulen. Ich hätte mir die in Schwarz einfach kaufen sollen, da hätte ich viel mehr von gehabt. Dann habe ich einmal dieses Shampooing von MAC. Das ist dieses Trockenshampoo sozusagen für die
Wimpern. Ja, also grundsätzlich fand ich das echt gut. Also ich muss sagen, das hat mir echt gut gefallen. Das ist so ein ganz flexibles Bürstchen. Das hat die Wimpern nochmal so richtig schön aufgefrischt. Das ist dafür da, wenn ihr euch die Wimpern getuscht habt und wart vielleicht auf der Arbeit oder so, wollt abends nochmal mit einer Freundin weggehen oder wollt euch einfach nochmal ein bisschen frisch machen, dann einfach mit dieser Mascara drüber. Und das ist super. Das verklumpt nicht. Die Wimpern sehen wieder frisch getuscht und schön aus. Ist eine gute Sache. Habe ich nur zu wenig benutzt, weil ich habe ja immer eher meine MAC-Lashes drauf. Ich wollte das viel mehr halt für euch mal ausprobieren. Hatte euch auch ein Reel damals zugemacht. Ist wirklich schön. Eine gute Sache, dieses Refreshing für die Wimpern. Würde ich mir auch nochmal nachkaufen, aber für mich persönlich ist es sinnlos, weil ich halt eben eh meine MAC Lashes habe und die sehen eh immer frisch aus. Frisch vor allen Dingen. So, dann habe ich von W7 aus dem Adventskalender einmal diese Move Lashes und die soll ja so sein wie die von Benefit, ne, die Roller Lash. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eine Katastrophe. Das ist eine schlechte Mascara, hier kommt gar nichts runter, diese W7, die war im Adventskalender. Also da wisst ihr jetzt auch Bescheid, ne? Ich werde die euch auch nicht mehr zeigen. Ich wollte die euch mal in einem Video zeigen oder so. Da gibt es nichts zu zeigen, weil die einfach schlecht ist. Also die hat mir gar nicht gut gefallen, leider. Dann habe ich diese Dent Tabs rausgesortiert. Die habe ich jetzt auch schon in den Müll geschüttet. Das sind diese Zahnpasta-Tabs, ne, die man dann kaut und dann die Zähne putzt. Oh mein Gott, Leute, die sind so schrecklich. Ganz ehrlich, ja, die waren im Adventskalender drin. Zum Glück habe ich mir die nicht gekauft. Da hätte ich mich geärgert. Das waren 10 Stück und es war so ein Sample, ne? Aber boah, ganz schrecklich, ganz, ganz schrecklich ist dieses Produkt hier gewesen. Also ich hatte weder ein frisches Gefühl, ich hatte das Gefühl, ich muss meinen Mund sofort ausspülen. War schrecklich. Dann habe ich von Kess noch die Mascara. Das ist die Brown Day Mascara. Also das ist auch eine braune Mascara. Die kann ich euch auch direkt mal zeigen. Und das ist auch so ein komisches Braun, das ist auch so ein bisschen ins rötlich gehende Braun. Leider auch hier für meine Wimpern, also mal davon abgesehen, dass die Bürste hier eine Katastrophe ist von dieser Kess Mascara, ist es auch so, dass die Farbe sehr schlecht auf die Wimpern draufkommt und dass das Braun absolut nicht schön aussieht. Die schönste braune Mascara ist tatsächlich von Too Faced und von Banana Beauty. Banana Beauty hat ja auch eine braune Mascara und die ist richtig, richtig toll. Ne, kann ich euch empfehlen. Ansonsten, naja. Dann die 2000 Calories Mascara von Max Factor. Die war aus dem Adventskalender gewesen von Crash Cosmetics. Die ist so schlecht. Also bei mir macht die überhaupt keine schönen Wimpern. Ich finde, meine Wimpern sehen damit total gurkelig aus. Bin ich auch nicht von überzeugt, ehrlich. Und warum soll ich mich damit rumärgern? Die kommt weg, würde ich euch auch nicht empfehlen. Ist einfach, macht keine schönen Wimpern. Dann habe ich hier von Natasha Denona einmal, das muss ich raus, tut mir super leid, den My Dream Lip Gloss, den habe ich hoch und runter benutzt, also zum Glück habe ich den echt ganz oft benutzt, der ist gekippt, der riecht ganz fies, der riecht ja eigentlich so ein bisschen nach Vanille und jetzt riecht er wie ausgekotzte Vanille, es riecht ganz ekelhaft, wirklich, also ich sag's euch, super schade, weil dieser Nude Lip Gloss hat mir so gut gefallen, den werde ich mir auch nochmal nachbestellen, denke ich, weil der wirklich schön war auf den Lippen, leider gekippt. Dann von Alverde Naturkosmetik den Pure Cream Lipstick. Den hatte ich auch sortiert. Guckt mal, wie der aussieht. Der ist komplett vermatscht hier drin und der ist irgendwie, der schmilzt so schnell und der verläuft auf den Lippen. Der läuft über die Ränder drüber und ja, man sieht einfach schnuddelig dann damit aus. Gefällt mir leider, also von der Farbe her ist das ein richtig geiler Ton, aber die Benutzung und die Haltbarkeit auf den Lippen leider nicht, ne? Also super schade und den kann ich auch niemand mehr geben, so wie der aussieht. Außerdem gebe ich von das Deep Puff Augenroll-On, das schmeiße ich jetzt auch weg, das kann ich ja auch niemandem geben. Das ist von I&M Berlin, Naturkosmetik und hier kommt, wenn hier was rauskommt, nur so ein bisschen was raus und das Produkt bringt auch gar nichts. Also ich finde das Produkt überhaupt nicht gut. Es macht gar nichts leider für meine untere Augenpartie und deshalb kommt das auch weg. Dann benutze ich lieber von Dalton das Augengel. Das funktioniert richtig gut. Außerdem habe ich hier die Bodylotion. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich hatte die noch in meinem Körbchen drin. Ob ich die euch letztens schon mal gezeigt? Ich habe die jetzt, ich glaube aber nicht. Weil ich hatte die hier reingelegt und ich war mir nicht sicher, ob ich euch die gezeigt hatte und hat sie dann nochmal hier reingelegt. Auf jeden Fall ist die leider abgelaufen. Das ist von Balea, die Bodylotion mit Melone. Die riecht leider auch nicht mehr nach Melone. Die war zu lange offen. Ich hatte die, wo ich die neu bekommen hatte, einmal aufgemacht, habe mir ein bisschen was rausgenommen, habe sie dann in meinen Schrank gestellt. Boah, nee.
oh, ekelhaft, ekelhaft, ekelhaft. Und habe sie dann in meinen Schrank gestellt und wollte sie dann benutzen und da war sie schon gekippt. Das ist, weil ich die schon aufgemacht hatte. Ich muss mir mal angewöhnen, die Produkte nicht immer direkt aufzumachen, wenn ich sie in einem Haul zeige, um dran zu riechen oder so, weil dann kippen die. Das ist immer so. Außerdem habe ich hier einen gekippten Lipgloss von Judith Williams, den Blumping Lipgloss. Der hat sich auch schon total zersetzt. Das sieht man manchmal auch, dass die schon schlecht sind. Ne? Da haben die so eine... Oh ja, dann haben die, der riecht sauer. Dann haben die so eine komische Konsistenz und zersetzen die sich so. Der war aber schön, hat mir gut gefallen, aber wie gesagt, der ist leider auch nicht gut. Dann zwei Lippenöle, die gefallen mir nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Ich habe Favoriten an Lippenölen und das ist nicht mein Favorit. Das sind die aus der Nemo-Kollektion von Revolution und die Revolution-Lippenöle sind leider nicht so... Pralle, die sind jetzt auch noch nett abgelaufen, die stinken auch nicht oder so, aber die kann ich halt niemand mehr geben. Die würde ich euch auch nicht empfehlen, die sind von der Qualität nicht so gut. Ein gutes Lippenöl kann ich euch empfehlen, das ist das von Luna Beauty, das ist der Knaller, das ist mein liebstes Lippenöl, ich finde das klasse und das habe ich mir auch schon wieder nachgekauft. Dann habe ich von, oh mein Gott, Leute, ich habe mich so geärgert, ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, ich habe mir ein Oberteil versaut. Ich mache den jetzt auch nicht auf von Black, der Black Magic Liquid Eyeliner in Tiefschwarz von Aeko. Oh mein Gott, ich habe den aufgemacht, ich wollte den benutzen und da war die Suttel schon unten reingelaufen und mein ganzes Oberteil war voll gespritzt mit diesem Eyeliner. Mit keinem Fleckenzeug der Welt, was ich hier zu Hause habe. Ich habe wirklich alles probiert, habe sofort mein Oberteil ausgezogen. Es ist nie mehr rausgegangen, diese schwarzen Flecken. Das war wie, als hätte ich den Stoff eingefärbt. Also ganz, ganz böses Ding, ganz böses Ding. Ich habe mich so geärgert, weil das war ein schönes, neues, beiges Oberteil, was ich mir gekauft hatte und da habe ich mich richtig richtig geärgert. Ich hätte es noch in die Reinigung vielleicht bringen können, aber ich wollte da dann auch nicht nochmal weiter Geld ausgeben. Dann von W7 einmal das Glow Motion Shimmer Highlighter. Ja, der war im Adventskalender drin, der gefällt mir letztendlich doch nicht so gut. Der ist mir ein bisschen zu golden, zu dunkel. Wisst ihr, wie ich meine? Also der sieht nicht schön aus bei mir auf dem Gesicht. Und deshalb kommt der auch ins Trash Wonder Paket rein. Der ist mir einfach ein bisschen zu dunkel. Ich muss so lachen. Leute, das ist die Zahnpasta, warum ich in einigen Adventskalendern... Ihr habt dann gefragt, warum? Aber warum ist deine Zunge pink, Nicole? Ja, das wusste ich selbst nicht, warum meine Zunge pink ist. Ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen, bis ich dann mal festgestellt habe, dass das diese Zahnpasta hier ist. Die ist pink. Seht ihr, wie pink die ist? Und wenn man sich damit die Zähne putzt, kriegt man einfach eine pinke Zunge. Ich hatte wirklich, das war richtig wie Neonpink und euch ist das aufgefallen bei den Videos und ihr glaubt gar nicht, wie oft ich Kommentare unter den Videos hatte, warum meine Zunge pink ist. Richtig witzig, dass ihr das geschrieben habt immer. Naja, auf jeden Fall hier die White and Gloss von Perlweiß habe ich dann natürlich rausgetan, weil erstmal habe ich keine Lust, dass ich ständig Kommentare zu meiner Zunge bekomme und gefragt werde, ob mit mir was nicht stimmt und zweitens hat mich das dann selbst, wenn ich dann geguckt habe in den Spiegel oder so, ich habe das dann selbst gesehen, wisst ihr, wie ich meine, deshalb, also das kann ich euch nicht empfehlen, es sei denn, ihr wollt mit einer neonpinken Zunge rumrennen, ist das auf jeden Fall nicht optimal. Dann geht es weiter mit einer Augenbase, das ist ein Augenprimer von Revolution, den tue ich auch raus, der tut leider auch gar nichts. Ich habe meinen Lieblingsprimer, ne, den von Merve, Essence by Merve oder halt eben den von Dominique Cosmetics, den liebe ich auch sehr und der hier ist leider nichts. Den gebe ich aber auch nicht weiter, weil es am Auge ist und ich möchte, dass ja, dass da sich niemand was einfängt oder so. Von The Body Shop habe ich einmal hier diese Freestyle. Die sind richtig geil, diese Multitasker. Aber diese Farbe, dieses Gelb, benutze ich viel zu selten. Deshalb werde ich den anspitzen und werde den dann ins Trashy reingeben. Ne? Vielleicht mag den jemand ausprobieren. Der ist noch relativ neu. Also die haben wirklich eine super Qualität hier von The Body Shop, diese Freestyle Augenstift, also damit könnt ihr alles machen. Das ist so ein Schimmerstift, den könnt ihr euch aufs Lid so ein bisschen verblenden und dann seid ihr fertig. Aber ja, für mich ist die Farbe Gelb halt einfach nichts. Von Fleeky habe ich einmal die Brow Soap. Und die gebe ich auch raus, die gefällt mir leider auch nicht gut. Die ist so krümelig irgendwie auf den Augenbrauen. Wenn ich mal eine Brow Soap benutze, dann soll die auch funktionieren. Und die hat bei mir definitiv nicht so funktioniert, würde ich euch jetzt auch nicht empfehlen. Außerdem habe ich den Primer von Too Faced. Das ist der Hangover
Und der ist silikonfrei, aber Leute, wisst ihr was, der ist mir auch abgelaufen, der ist mir gekippt und der riecht ganz komisch. Also ich sag euch, bei so viel Make-up, man kann ja nicht jeden Tag alles immer benutzen und irgendwann werden die Sachen halt einfach schlecht. Der war an sich nicht schlecht gewesen, ich würde mir den aber auch, glaube ich, nicht nochmal kaufen. Ich hatte den mal bei Sephora, bei so ein, also so ein Gratis-Ding war das mal gewesen, bei Sephora vom Kundenkonto aus konnte ich mir das auswählen. Dann habe ich von Maybelline Superstay Active Wear den Concealer. Das ist die Farbe, weiß ich gar nicht, was ich hier für eine Farbe habe, 15. Und der ist mir ein bisschen zu gelbstichig. Also das sieht irgendwie immer so gelblich dann aus, wenn ich den drauf habe. Und der passt mir halt von der Farbe halt einfach nicht. Den werde ich aber auch wegtun. Das ist so ein hygienisches Produkt und das möchte ich nicht, dass das jemand kriegt, ne? Von Ulac, das war mal in der Pinkbox oder so drin, ist das so ein bronzefarbene, also entweder kann man das als Bronzer oder als Kontur benutzen oder für die Augen. Das ist auf jeden Fall so ein braunes Liquid-Zeug mit so ein bisschen Schimmer drin. Ja, das nutze ich nicht. Das war im Pinkbox-Kalender oder irgendwo drin. Ich weiß nicht, wo es drin war. Genau, auf jeden Fall ist es nicht so mein Produkt und es kommt ins Trash-Wander-Paket rein. Kann dann noch jemand benutzen. Ich habe es nur 2-3 Mal benutzt. Dann habe ich Augenbrauenprodukte raus. Muss gerade mal gucken, mehrere. Also ich habe die einmal aussortiert. Das sind einfach, die sind zu lange offen und ausgelöst. Also der hier, der ist leer von L'Oreal. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist der Plump & Set Brow Artist. Den kann ich euch wirklich empfehlen. Den von Abilene Cosmetics kann ich euch auch empfehlen. Das sind so Brow-Mascaren, wo eben so kleine Faserhärchen mit drin sind, wo ihr dann einfach nur hier so durchgehen müsst, ne? Und dann habt ihr die Augenbrauen so ein bisschen aufgefüllt. Das hier ist nicht so ganz meine Farbe gewesen von Abilene Cosmetics. Hier sind aber dafür richtig viele Faserhärchen drin und das sieht wirklich super aus dann. Also das ist wirklich gut, aber es ist nicht so ganz meine Farbe. Dann habe ich von Essence das Make Me Brow. Das ist auch so eine auffüllende Augenmascara und die ist mir leider zu hell. Da hätte ich einen Ton dunkler nehmen müssen. Das gebe ich auch aufgrund der Farbe weg, weil das ist immer blöd. Ich muss das dann immer mischen so ein bisschen und die sind jetzt eh schon lange offen und der L'Oreal ist leer. So habe ich gedacht, tue ich die mal raus. Von Riva Loves Me das transparente Augenbrauengel. Ist leider auch nicht das Wahre. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das fixiert jetzt die Augenbrauen tatsächlich nicht so gut. Es ist ein Augenbrauengel, was sehr leicht ist. Kann man machen, aber wenn man da so einen richtigen Halt haben möchte, ist das meiner Meinung nach nicht das Produkt, was man kaufen sollte. Von Klöt, Sophie Elise. Das ist eine Palette, eine Face-Palette. Die gebe ich raus, weil ich zu selten nachgreife. Die war mal bei Lyko in der Box mit drin, in der Valentinstagsbox, meine ich. Auf jeden Fall, diesen Ton benutze ich nie. Die habe ich schon benutzt. Der Highlighter ist meiner Meinung nach für mich ein bisschen zu dunkel und nur wegen dem Blush und dem Bronzer das zu behalten, ist Blödsinn. Also gebe ich das auch ins Trash-Wander-Paket. Ich muss das auch alles sauber machen, die Sachen. Und dann kann sich jemand anders darüber freuen. Dann habe ich hier von Judith Williams dieses Soft Coverage. Das ist mit so einem Lichtschutzfaktor. Das war im Adventskalender drin und das soll für jeden Hautton passen. Und ihr könnt das, glaube ich, schon sehen. Es ist mir viel zu dunkel. Es hat ein ganz, ganz fleckiges Gesicht bei mir gemacht. Es hat so ein bisschen geblurrt. Die Haut sah auch verschönert aus an diesen Stellen. Aber es war unglaublich fleckig bei mir. Es sah furchtbar aus. Und deshalb, das gebe ich ins Trash-Wander-Paket. Vielleicht ist jemand, der dunkler ist, wird das nicht so fleckig. Also bei meinem Hautton hat es auf keinen Fall gepasst. Dann von Holipop, Holika Holika, den Double Eyelid Liner. Das ist so ein Eyeliner in so einem Rosé, ne? Das ist so, also das erzeugt quasi so eine künstliche Lidfalte sozusagen. Das ist von den Koreanern. Das war in einem Adventskalender drin. Ganz ehrlich, das ist für mich ein total sinnloses Produkt. Ich weiß es nicht. Ich würde es nie benutzen. Ich tue es mal ins Trash-Wander-Paket. Vielleicht hat jemand Lust, sich eine Lidfalte zu malen. Keine Ahnung. Ich finde es total blöd. Und es ist jetzt hier auch schon wieder, das hatte ich beim letzten Mal auch. Ich habe das Gefühl, es brennt hier direkt auf der Stelle, wo ich das aufgetragen habe. Von daher nicht so bezaubernd, das Produkt. So, jetzt habe ich noch, weitere Produkte. Ne? Ich habe noch ganz viel von Laura Mercier, den Amethyst Caviar Stick Eye Color. Das ist ein, ja, Creme Eyeshadow in einer eigentlich richtig schönen Farbe, aber der rutscht mir auf dem Lid hin und her und das mag ich nicht. Ich habe halt Schlupflider, ne, und dann ist es halt, ich muss gerade gucken, ich brauche mal eine Tempobox, eine neue. Habe ich gerade schon gewundert, warum meine Tempobox weg ist, aber die war leer. Ich stelle mir jetzt mal eine neue hin, die ist schön, die war aus dem Rossmann. Und da will ich jetzt gerade mal hier bei dem Laura Mercier, der sieht ja furchtbar aus, hier, was hier alles dran ist. Und der verschmiert total. Der verschmiert hier an sich und der verschmiert auf dem Auge auch. Und bei Schlupflidern ist das wirklich nicht optimal.
Also den kann ich euch leider nicht empfehlen. Super schade, weil der hat einen sehr schönen Ton. Das ist so ein brauner Glimmerstick irgendwie, ne? War halt zum Glück auch nur eine kleine Größe. Den tue ich mal mit ins Trashwander-Paket. Dann habe ich den Max It Up Lip Booster Extreme von Catrice. Und ganz ehrlich, da ist mir zu viel Menthol drin. Der riecht so ein bisschen nach Kaugummi mit Menthol gemischt. Ich mag den Duft nicht so gern, ne? Und deshalb gebe ich den auch, also den tue ich weg. Der soll die Zähne optisch weißer wirken lassen, aber also für mich ist das jetzt nicht so der optimale Lippenklapper, muss ich ehrlich sagen, der kommt raus. Genau, dann habe ich den Multitask Concealer von Essence. Der ist mir jetzt zu dunkel, der war vom Sommer, wo ich wirklich viel mehr Farbe hatte. Und bis nächstes Jahr hält der nicht mehr durch, der Gute. Guck mal, wie dunkel der ist. Und ja, das ist halt so ein Pinsel oben. Und bis nächstes Jahr ist der geschimmelt. Deshalb tue ich ihn jetzt direkt raus, bevor ich ihn nächstes Jahr mit Schimmel entsorgen muss. Kommt der raus. Der ist ansonsten sehr gut, dieser Multitasker Concealer. Der ist richtig gut. Der ist so ein bisschen wie der Touch Eclat von Yves Saint Laurent. Dann habe ich den Bye Bye Under Eye von It Cosmetics, hatte ich auch mal aus dem Trash-Paket genommen. Das ist Light, also ein Concealer in der Farbe Light Natural N und der ist mir leider viel zu hell. Damit sehe ich dann halt auch total krank aus und ich habe das Gefühl, der trocknet unterm Auge furchtbar aus. Das sieht furchtbar aus. Und der ist jetzt auch schon alt, der war ja aus dem Trash-Paket, deshalb den gebe ich jetzt auch nicht mehr da rein, weil der ist halt einfach schon viel zu lange offen. Von 123, das war aus dem Adventskalender, das gebe ich jetzt aber nochmal weiter. Das ist dieser Bronzer, dieser Creamy Bronzer mit einem Schimmer und das sieht furchtbar aus auf meiner Haut. Man muss eine makellose Haut haben, um dieses Produkt nutzen zu können, finde ich. Also das Produkt finde ich total unvorteilhaft und solche Sachen kommen bei mir halt auch raus. Ebenfalls kommt der Zero Waste 2-in-1 Lip und Blush raus, der war in der Box mal mit drin. Und guckt euch mal an, wie der aussieht, leider. Der ist total vermatscht und irgendwie habe ich das Gefühl, der bröselt. Also es macht mir keinen Spaß, dieses Produkt aufzutragen. Es ist ein wunderschöner Rotton, auch für die Lippen. Aber es macht keinen Spaß, es bröselt runter und also hier ist einfach die Formulierung nicht so gut, habe ich das Gefühl. Das ist zwar 100% plastikfrei und vegan und so weiter, das ist ein Naturprodukt, ist auch alles schön und gut, eine tolle Farbe. Nur leider, wie gesagt, mit der Handhabung habe ich keine Lust drauf, deshalb kommt das Produkt weg. Als nächstes habe ich hier eine Handcreme von Primavera, die war auch aus dem Adventskalender. Sweet Love nennt die sich, die riecht nach Rose und Mandarine, ein super geiler Duft. Leider zieht die überhaupt nicht weg, die ist so ölig und schmierig auf den Händen, die zieht nicht weg, man kann gefühlt 5 Stunden nichts anpacken und ganz ehrlich, ich habe da keine Lust drauf, deshalb kommt die weg, die kommt ins Trashwander-Paket, die kann dann jemand noch nutzen, wer Lust da drauf hat, genau, dann habe ich, weil ich es doppelt habe, das gebe ich auch weg, ich habe den doppelt und auch doppelt offen, den Tinted Lip, das Tinted Lip Oil, das ist ein Lippenöl von Catrice. Das riecht auch gut. Das riecht wirklich gut. Das sind richtig schöne Lippenöle von Catrice und auch von Essence. Die sind sehr, sehr gut. Und das gebe ich dann weg. Ne? Das kriegt meine Mama oder so. Ich habe keine Lust mehr darauf, weil ich es doppelt habe und ich kriege die beide eh nie aufgebraucht. Ich habe ja, wie gesagt, mein Lieblingslippenöl und was will ich damit? Dann habe ich hier aus dem Adventskalender von, war das Dalwana oder war das? Nee, das war der Adventskalender von Yes. Von Yes Style, der Adventskalender. Da ist einmal hier so ein Lippenprodukt drin. Und zwar ist das, wie nennt sich denn die Farbe? Das ist so auf jeden Fall so wie so ein Terrakotta-Ton. Wäre es ein bisschen nudiger gewesen, hätte ich es behalten. Der ist von Amuse. Für mich ist der leider, ich habe den auch geswatcht gehabt und so. Ne, der ist für mich nichts. Der ist mir zu orangefarben. Ich gebe den mit ins Trash-Paket. Den kann vielleicht jemand anders noch nutzen. Wenn ihr jetzt denkt, der Spaß hier ist vorbei. Nee. Leute, es geht noch weiter. Ich habe noch eine Face-Palette von Beauty Bakery. Das ist die Neapolitan Bar-Palette. Ja, die ist mir zu dunkel einfach. Guck mal, den Bronzer. Also die drei Töne sind insgesamt mir zu dunkel und die ist mir zu arg pigmentiert. Die kommt jetzt auch ins Trash-Paket mit rein. Da kann sich noch jemand freuen. Für mich ist das nichts. Was leider auch weg muss, weil es zu lange offen ist, ist die Nachtcreme von Anna Ivanovic. Die ist gut. Die hat hier so diesen, oben, wo man drücken kann. Und dann kann man sich die Creme so runternehmen. Ne? Die ist jetzt halt viel zu lange offen. Und ganz ehrlich, ich möchte die mir nicht mehr auf die Haut schmieren, weil sie halt zu lange offen ist.
Die riecht auch noch gut, ne? Die könnte ich bestimmt auch noch benutzen, aber ich habe ja meine Produkte von Dalton und Yepoda und so, ne? Und ich möchte nicht zu viel mehr durcheinander machen. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Nachtcreme. Ich fand die wirklich angenehm. Die hat Süßmandelöl und Wunderblume mit drin und wirkt zellerneuernd und nährend über Nacht. Hat mir wirklich gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Das ist keine schlechte Creme gewesen. Und die hat halt diesen schönen Pumper hier einmal, also... Ja, deshalb, die tue ich jetzt raus. Tut mir sehr leid um die Creme, aber ganz ehrlich, ich muss halt gucken mit meiner Haut, ne, dass ich da, wie soll ich sagen, nicht immer so viel durcheinander, das tut meiner Haut nicht so gut. Außerdem habe ich eine Zahnpasta noch aussortiert von Zahnheld. Das ist die B12 Zahnpasta ohne Fluorid und Naturkosmetik, leider. Macht die gar nichts. Also die schäumt weder gut auf, noch hat die einen guten Geschmack. Also da kann ich mir auch gerade mit Tonerde die Zähne putzen. War leider Schrott. Hat mir gar nicht gefallen. Super schreckliches Produkt. Dann habe ich den Hello Good Stuff Skin Perfecting Toner aussortiert. Den habe ich zwar ausprobiert, ne, aber ganz ehrlich, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob meine Haut den gut verträgt. Ich bin wirklich vorsichtiger geworden, was Skincare angeht. Und den gebe ich lieber weiter, den kann jemand anders dann mal ausprobieren, weil der ist mit BHA und Papaya auch. Also ich meine, BHA ist ja gut, aber dann greife ich lieber halt zu den Produkten, wo ich weiß, meine Haut vertragen die zu 100%. Ja, ansonsten war der nicht schlecht, ne? Also ich habe den ja ausprobiert, ich habe auch nicht darauf reagiert oder sowas, also war in Ordnung. Die Cheek-Palette Cheek Affair von Catrice sortiere ich auch aus, greife ich nie zu. Ist nicht mein Farbton, weder der Blush noch der Highlighter. Also es ist schon schön, aber die sind mir zu grob. Also die sind mir nicht fein genug, so von der Konsistenz her. Ich weiß nicht, man hat halt irgendwann so seine Lieblingskonsistenzen, die man dann halt auch gerne nutzt. Und das hier gehört halt nicht zu meinen Lieblingskonsistenzen. Deshalb gebe ich das einfach weiter. Bevor das bei mir vergammelt, dann kann sich noch jemand anders darüber freuen. Ebenfalls von Made by Mitchell heißt das, ne, dieser Blush. Den hatte ich mal irgendwo mit drin. Das ist ein Peach Blush. Der sieht so aus. Also ganz ehrlich, ich nutze den nicht. Der ist mir zu. Das ist so ein Blush, soll das sein. Das ist wie ein Highlight, also so ein orangener Highlighter sozusagen. Ich wüsste nicht, zu welchem Anlass ich den tragen sollte. Bei mir passt der einfach nicht. Das ist nicht mein. Ist nicht meins. Ne? Also es ist definitiv ein Produkt, was ich weitergebe. Es steht in meinem Schrank nur rum und ich benutze es nie. Es bringt nichts. Dann habe ich von Dalton was aussortieren müssen, weil ich vergessen habe, dass ich es habe. Es ist sehr blöd. Das hatte ich mir ganz vor langer Zeit mal gekauft, und zwar das Soft Skin Effect Enzym Serum. Das ist sehr, sehr gut, aber es ist jetzt definitiv viel zu lange. Man kann das 6 Monate offen lassen. Oh Gott, und Leute, ich sag euch, das ist bestimmt schon 2 Jahre offen. Stand ganz hinten in meinem Schrank, weil ich habe so ein bisschen meinen Skincare-Schrank so ein bisschen aufgeräumt, und da ist mir das hinten in die Finger gekommen, das kommt weg. Aber das ist gut, ich werde mir das nochmal wiederholen. Das kann ich jetzt tatsächlich auch gut im Winter mal wieder benutzen, dieses Enzympeeling. Außerdem, was auch schon viel zu lange offen ist, was aber eigentlich ganz gut ist, habe ich aber dann auch nicht mehr benutzt, ist von The Ordinary das Niacinamid und Zink Serum. Ne? Das hatte ich mir irgendwann mal gekauft, und hier habe ich das Gefühl, es ist zu lange offen. Es riecht zwar nicht nach irgendwas, aber das ist auch nur 12 Monate haltbar nach dem Öffnen. Und ich habe das auch definitiv schon 2 Jahre offen oder so. Oh mein Gott. Da habe ich so eine Zeit gehabt, da habe ich mir das gekauft, hoch und runter, und habe das auch super gerne benutzt, ne, da wo das damals rauskam. Aber es ist definitiv zu lange offen. Man sollte wirklich vorsichtig sein. Dann habe ich von Pompone, das ist ein... Blush, der war in der Plissin-Box war der drin gewesen. Den habe ich einmal benutzt, das ist irgendwie nicht so meine Farbe. Also es ist schon eine schöne Farbe, aber wisst ihr, ich greife da nicht zu. Ganz einfach, ich greife da nicht zu. Ich würde den schon benutzen, das ist ein französischer, der kommt aber ins Trash-Wander-Paket, da kann sich jemand anders freuen. Genau, dann habe ich von By Terry dieses kleine Puder aussortiert. Das hatte ich euch ja bei dem By Terry Adventskalender-Video schon gesagt. Das trocknet so aus, ne? Das ist ein furchtbares Puder, also ich finde es wirklich furchtbar. Und ganz ehrlich, ich kann euch das nicht empfehlen. Ich mag das Puder nicht, und ja, das ist mit Hyaluron angeblich, ist made in Korea, sollte eigentlich ganz gut sein.
Aber bei mir trocknet das einfach die Haut komplett aus. Deshalb ist das raus, das gebe ich aber weiter, das kann mal jemand anders noch probieren. Außerdem in meinem Skincare-Schrank habe ich meine geliebten Banana Beauty Self-Tan-Drops gefunden. Die sind wirklich gut, die sind echt, echt gut. Aber ihr seht das, ne, das hat sich schon ganz dunkel verfärbt und das ist ein Zeichen, dass das Ding zu lange rumsteht. Ich werde mir die auch nochmal nachkaufen, weil das sind die einzigsten Sanddrops fürs Gesicht, die bei mir keine Flecken geben und auch keine Pickel. Die sind wirklich gut formuliert von Banana Beauty und die hole ich mir nochmal wieder. So, dann geht's weiter mit der Body Lotion von Volia. Das ist eine Bodylotion, die war in der Plissim-Box drin und die ist von Anfang an, meine ich, gekippt. Die hat einen ganz furchtbaren Geruch und die habe ich dann auch direkt rausgetan. Ich wollte sie eigentlich für die Beine benutzen, aber ich habe mir gedacht, was soll ich mir irgendwas Stinkendes auf die Beine machen? Was? Nee, also ganz ehrlich, das kommt weg. Das möchte ich dann nicht benutzen. Ich weiß nicht, ob das abgelaufen ist. Ebenfalls kommt ins Trash Wander Paket von Mud Masky dieses Clam Care Glowy Illuminating Blush Drops. Die finde ich furchtbar. Ich mag die nicht. Die sind, also Mud Masky ist auch nicht meine Marke und ich finde die auch nicht schön. Die sehen nicht gut aus auf dem Gesicht. Das ist so ein Rosa. Ja, ich weiß nicht. Also das ist jetzt nicht so mein Produkt. Das kommt dann ins Trash Wander Paket. Das gebe ich gerne mal weiter. Außerdem dieses Cream Wand Trio von Revolution Bro. Das ist so ein Set gewesen. Das ist eine Nachmache sozusagen. Ihr wisst schon von was, ne? Und das ist Bronze. Also Creme-Kontur, Creme-Blush und Highlighter und die sind nicht so gut, finde ich. Also ich mag die nicht so. Deshalb kommen die, also dieses komplette Set kommt jetzt weg, ne? Benutze ich halt sozusagen so gut wie nie. Vielleicht behalte ich den Creme-Kontur, der ist ganz okay, aber ja, ich weiß nicht, alle anderen Produkte hier drin, also der Highlighter und der Blush gefallen mir nicht so gut. Der Kontur bleibt vielleicht noch hier, deshalb gebe ich das lieber weiter, das kann dann jemand anders mal ausprobieren. Ich greife da halt auch viel zu selten nach. Es bringt halt nichts, wenn mir die Farben nicht so gut gefallen. Ebenfalls habe ich hier noch von Uslu Airlines, ein Puder, das habe ich noch nie probiert, das will ich auch nicht probieren, das ist nicht so interessant für mich. Das ist noch neu eingepackt und das werde ich auch mal weitergeben im Paket oder irgendwas, das ist noch komplett neu. So neue Sachen, die dann bei mir rumliegen, die tue ich ganz schnell weitergeben, weil es bringt nichts, wenn ich so nicht wirklich Interesse an dem Produkt habe. Von Nemo, die Palette. Das ist die Face-Palette, Highlighter und Bronzer. Und ihr seht es schon, es ist super, super dunkel. Im Sommer ging das noch, aber jetzt für den Winter und... Ach, ich weiß nicht, der Highlighter ist mir zu dunkel. Ich greife nicht danach, es kommt ins Trash-Wander-Paket. Das ist so eine süße Optik, es ist so, so süß. Aber bringt nichts, wenn ich es nicht nutze. Ich brauche einfach Platz. Dann habe ich die Reloaded-Palette aus dem Adventskalender von Revolution. Die ist sehr, sehr gut, ne? Ich habe die aber doppelt und die hier war mir tatsächlich runtergefallen. Da ist hier oben was rausgebrochen und ja, die sieht auch nicht mehr so fresh aus. Die werde ich mal ins Trash-Wander-Paket geben und vielleicht mag die jemand haben, weil ich brauche die ja auch nicht doppelt. Und von daher, ja, was will ich mit einer doppelten Palette? Und zumal, die war mir runtergefallen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also die gebe ich einfach mal weiter. Dann habe ich noch zwei Puder, die sind noch neu von Trend It Up. Die kommen entweder bei euch in eine Verlosung mit rein oder die kommen ins Trash-Paket. Ich weiß es noch nicht genau. Das bringt ja nichts, ne, wenn ich die Sachen hier rumliegen habe und ich benutze. Ich habe halt, wie gesagt, meine Produkte von Rosenthal. Habe ich ein Niacinamid-Serum. Und Leute, das macht ja mal gerade gar nichts, ne? Das hatte ich, glaube ich, auch aus dem Trash-Wander-Paket. Und ja, schade ist es, ne? Das ist, ich weiß nicht, wie alt das ist, wie lange das offen ist. Ich kann euch das nicht sagen. Ich werde das wieder ins Trash-Wander-Paket reingeben. Für mich ist es nichts. Es ist nicht mein Serum fürs Gesicht. Es macht gefühlt gar nichts. Und von Rosenthal habe ich dann auch noch dieses Augenserum. Das macht auch gar nichts. Das habe ich wirklich lange benutzt und dem lange eine Chance gegeben, weil ich wollte, dass es funktioniert. Ich finde Augenserum immer ganz spannend. Aber auch das hier hat bei mir leider nichts gemacht. Hat eine schöne Konsistenz. Die Haut fühlt sich schön glatt an und alles, aber nee, die Rosenthal-Produkte sind, glaube ich, nicht so für meine Haut gemacht. Irgendwie habe ich das Gefühl, die bringen nichts. So, Zarco-Parfüm habe ich hier eine Pink Molekular Handcreme. Die ist mir einfach viel zu stark parfümiert, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Für eine Handcreme, also ich mag das, wenn eine Handcreme gut riecht. Ich mag das auch, wenn das ein bisschen parfümig riecht oder so. Aber die hier, Leute, die ist so stark. Oh mein Gott, die war mal in der Goodiebox drin. Die ist mir zu krass. Die kommt raus, also die ist nichts für mich. Die sieht auch schon verbeult aus. Die war ganz lang in meiner Handtasche auch drin gewesen. Habe ich dann als nicht benutzt, weil mir, wie gesagt, zu viel Parfüm dran war. Ist mir zu stark. Und ich denke mal, dass ich die auch raus tue. Die werde ich nicht mehr ins Trash-Wander-Paket oder so geben.
Die ist einfach zu stark. Dann habe ich von Hyya einmal die, das ist so eine geile Maske, die kaufe ich mir nochmal nach, die Vegan Matcha Gentle Mood Mask. Die habe ich so oft benutzt, ne? Die ist leider gekippt, die riecht nicht mehr gut. Also die habe ich halt zu selten dann danach benutzt. Ich mochte die, also die habe ich echt super gern drauf gemacht. Die hat meiner Haut sehr gut getan, die hat die Haut gereinigt, aber hat auch gleichzeitig die Haut so ein bisschen, also hat so ein bisschen mattiert. Die war bei der Mischhaut wirklich super, super gut und hat die Haut aber nicht ausgetrocknet. Also man hatte eine sehr schöne Haut nach dieser Maske. Die ist auch nicht günstig, aber die ist halt zur Hälfte ungefähr, ein bisschen mehr als die Hälfte aufgebraucht. Nutzt mir nichts, das ist so eine grüne, ne? Und ja, die muss ich leider raustun. Stand auch in meinem Skincare-Schränkchen und ich habe an allem mal so ein bisschen gerochen, ne, was ist noch gut, was ist wie lange jetzt offen ungefähr. Und ja, da ist halt auch diese Maske mit. Ebenfalls die Ondo-Maske, das ist die Pink Clay and Rose Pore Maske. Die ist auch sehr, sehr, sehr gut. Also die trocknet ebenfalls auch nicht aus. Tut aber die Haut so ein bisschen wieder in Balance bringen, wenn man so eine sehr ölige Haut hat. Ja, die ist auch leider abgelaufen. Ich mag gerne, also ich mag am liebsten solche Crememasken in solchen Tiegeln, aber ich muss sie dann halt auch aufbrauchen. Und ich greife meistens wirklich zu der Yepoda oder zu denen von Dalton, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt mein Problem. Oder halt K-Beauty, ne? Da bin ich halt auch wirklich immer am rumprobieren. Aber dadurch, dass ich so viele Produkte habe, ist das schwierig, Produkte dann halt auch komplett fertig aufzubrauchen, ne? Viele Produkte, die ich wirklich gern benutze, bekomme ich dann auch leer, aber Produkte, also die benutze ich auch gern, aber ich habe dann halt in der Zeit andere Produkte benutzt, wisst ihr, wie ich meine, und dann ist das Ding hier gekippt. Super schade um die Produkte, aber so ist das nun mal, wenn man als Beauty-Content-Creator sozusagen ja, das testet und das testet und das testet, passiert das halt. Aber so kann ich euch auch immer ein bisschen was zu den Sachen sagen, ne, wie die waren oder wie die nicht waren. Ich habe jetzt hier wirklich einen ganzen Sack von Sachen, die wegkommen. Das ist schon blöd, ne, ist schon Verschwendung und so weiter, aber die Produkte hätte ich auch aussortiert, wenn ich kein Beauty-Content-Creator wäre, ne? Also jetzt gerade so, sag ich mal, die Handcreme, die hätte ich auch so dann nicht. Also es sind viele Flops, ne? Viele, viele Flops. Manche Produkte, wie gesagt, aus Gründen, weil ich sie halt einfach nicht nutze, die kommen dann weiter. Ja, das war's gewesen. Mein Körbchen ist leer, Leute. Es war richtig viel. Ich habe jetzt noch 5 Produkte, die komplett verschlossen sind. Die werden bei euch mit in die Verlosung oder so reinwandern. Die anderen Produkte gehen mit ins Trash-Paket und der Rest fliegt in Müll. So ist einfach, das ist einfach Tatsache, ne? Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, welche der Produkte ihr vielleicht auch schon mal hattet oder welches euer letztes absolutes Flop-Produkt war. Ich finde das immer so geil, unter den Kommentaren, also in den Kommentaren unten zu lesen, was ihr alles so aussortiert, was eure Flops waren. Da kann man echt so ein bisschen gucken, okay, das Produkt kaufe ich mir schon mal nicht. Und kann man so ein bisschen auch vielleicht gucken für sich selbst, dass man von Flops bewahrt wird. Hier waren wirklich schon viele Flops jetzt mit dabei, ne? Produkte, die ich mir hätte sparen können, wie zum Beispiel die teure Charlotte Tilbury Maske. Die war echt so teuer und dann diese hässliche Farbe. Oh Mann, also wirklich schon ärgerlich. Jetzt würde ich mich verabschieden. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart, ihr Lieben. Lasst mir, wie gesagt, sehr gerne euer letztes Flop-Produkt unten in den Kommentaren drin. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Und jetzt sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.